Er ist hier. Wir bauen das Portalgerät am Grab auf und markieren unseren Weg mit den Lichtstäben. ersten Zeitalter, in der ersten Schlacht, als die Schatten lang wurden, stand einer aufrecht, die Seele verbrannt von der Glut des Armageddon, den Feuern der Hölle und damit zu verdorben für einen Aufstieg. Und so wählte er die ewige Qual. Erfüllt von Hass fand er keinen Frieden. Und mit kochendem Blut durchschritt er die Schattenebenen, voller Durst nach Rache an den dunklen Fürsten, die ihm Unrecht getan hatten. Er trug die Krone der Nachtwächter, und jene, die den Biss seiner Klinge spürten, nannten ihn den Schicksalsschlächter. seinem Kampf gegen die schwarzen Seelen der Verdammten zeigte sich seine Macht. Für seinen Kreuzzug verliehen ihm die Seraphim gewaltige Stärke und Schnelligkeit. Und so zerstörte er die schwarzen Säulen der Bluttempel. Er begann seinen Marsch, fern von Gnade für die Bestien der neun Kreise. Unbesiegbar, unbekehrbar und unnachgiebig wollte der Schicksalsschlächter die Herrschaft des Dunklen Reichs beenden.